Gut, war zum Glück fast fertig. Erstmal Mikro wieder richten hier. So. Verdammt, ich bin wieder zu spät. Machst den ganzen Tag nichts anderes und zu den Dingen, die du mal machen sollst, kommst du natürlich zu spät. Dämlich. Oh, tschüss. Hätte nicht jemand verhindern können, dass sie das benutzt. Mir kommt das immer so vor wie diese Ninjas oder diese Möchtegern-Ninjas, die Rauchbomben auf den Boden werfen und dann verschwinden. Ja. Das Tayo dann verursacht ihr also die nicht enden wollenden Nächte? Was? Wir? Nein. Was meinst du damit? Ich bin unschuldig. Tut mir leid, aber Watery zu bannen hat mich sehr viel Energie gekostet. Deswegen werde ich jetzt nicht mit euch reden. Würde es euch etwas aufmachen, hier eine kurze Rast einzulegen? Natürlich nicht. Ruhen wir uns eine Weile aus. Noch eine Rast. Und komische Fensterlichter, die von beiden Seiten hereinscheinen. Wow. Hey, was geht ab, Karina? Bist du ein Geist? Hä? Bist du irre? Ja. Dann ja. Jetzt bin ich sprachlos. Wie kommst du denn auf den Schwachsinn? Als du mit Mamiya gestritten hast, hast du dich verraten. Du sagtest, sie würde einen Fluch ausnutzen. Einen Fluch, der auf dir liegt. Ja und? Und wieso bin ich deshalb ein Geist? Geister tragen auch Flüche mit sich herum. Auch, Carlos. Auch. Weißt du, Carlos, du bist so selten dämlich, ja? Dich könnte ich für teuer Geld verkaufen, wirklich. Ich hab dich enttarnt, was? Manchmal bist du echt blöde, natürlich bin ich kein Geist. Aber es stimmt, dass ein Fluch auf mir liegt. Was genau bewirkt dieser Fluch? Du kannst dich nicht ewig verschließen, Karina. Hast du so wenig Vertrauen zu mir, dass du es nicht erzählen möchtest? Vertrauen, hm? Nun gut. Mir ist nie aufgefallen, dass man es ja an den Schatten schon erkennt. Ha, lol. Okay. Dieser Fluch, der mir auferlegt wurde, er hindert mich daran, den Menschen zu treffen, der mir am wichtigsten ist. Aber da sieht man, es funktioniert auch, selbst wenn die Schatten da sind, denn ich habe es beim ersten Mal nicht mitbekommen. Den Menschen, der mich am besten kennt. Anfangs versuchten wir, einen Weg zu finden, den Fluch auszutricksen. Ich ging in ein Café eines kleinen Dorfes. Dort haben wir uns damals kennengelernt und im Laufe der Zeit immer wieder getroffen. Ich wusste, wenn ich lang genug dort warten würde, würde er mich finden. Wird er mich finden. Tatsächlich musste er den gleichen Gedanken gehabt haben und sich bald ebenfalls in das Dorf begeben haben. Was ist dann passiert? Sagt dir der Begriff Hiroshima etwas? Ja. Nun, das Café war dort. Oh. Alles klar. Das gesamte Dorf ging in Flammen auf. Es brannte vollkommen herunter. Ich war die einzigst Überlebende. Die einzigst Überlebende. Hey, Moment. Das war gerade... Oh, Recycling. Das war doch gerade ein Bild der heruntergestürzten Insel. Da war doch komisches blauhaariges Mädchen, die einfach Nintendo TS-Spiele verleiht, ja. Schlimm. Nicht mal eine eigene Map dafür machen. Z-Z-Z. Oder eigene, oder andere Tote. Mit schweren Verbrennungen wurde ich damals nach Portant gebracht. Lilia war es, die mich aus dem brennenden Dorf rettete. Lange wurde die Ursache für dieses heftige Feuer gesucht. Allerdings fand man nie eine Erklärung. Jedoch werde ich nie vergessen, was Lilia mir einige Wochen nachdem das Dorf abgebrannt war, erzählte. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Die Flammen erloschen wie von Zauberhand, als sie mich nur einige Schritte aus dem Dorf getragen hatte. Der Fluch hat dies bewirkt. Ja, weil er auf dem Weg zu mir war. Nein, weil ich dort war. Es ist nicht deine Schuld. Naja, eigentlich schon, die armen japanischen Leute. Du bist echt grausam. Du wusstest nicht, dass so etwas passieren könnte. Eigentlich schon. Weißt du, wie lange ich versucht habe, mir das auch einzureden? Es ändert nichts an der Sache, dass das komplette Dorf niedergebrannt ist.
Mit Frau und Kind, Haus und Hof, Pflanzen wie Tiere, Turnbeutel und Eichhörnchen, weil ich dort war und ihn sehen wollte. Nachdem ich mich erholt hatte, begann ich auf anderem Wege mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ja, schon mal was von E-Mails gehört. Ich schrieb Botschaften, hinterließ Zeichen. Doch er war ein grauenhafter Pfadfinder und konnte keine Zeichen lesen. Außerdem konnte er generell nicht lesen. Doch all dies nützte nichts, aus den eben genannten Gründen. Karina, du kannst nicht lesen. Da müssen wir was machen. Schreib dich nicht ab, Karina. Lerne lesen. Verstehst du jetzt, wenn dieser Mensch... Wenn dieser Mensch sich ebenfalls in der Festung befindet, wenn wir versuchen, Colette zu retten, wird etwas Schreckliches passieren. Aber wer will schon versuchen, Colette zu retten? Das macht doch rein worttechnisch überhaupt keinen Sinn. Stimmt. Aber wer um Himmels Willen hat dir einen solch grausamen Fluch auferlegt? Du! Was? Es ist besser für dich, das nicht zu wissen. Das mit einem S. Karina, wenn es irgendeinen Weg gibt, diesen Fluch zu... Ich möchte nicht sagen, dass das die einzigen Rechtschreibfehler sind und... Ich weiß selbst, dass ich, als ich mal ein RPG-Maker-Spiel angefangen habe, als ich mal Test gespielt habe, auch gesehen. Mein Gott, wie oft hast du dich vertippt. Aber ja, das ist nun mal was, worauf ich immer gern Leute hinweist. Ich weiß, es kann nerven, aber das mit Doppel-S und S, ja, das ist wichtig zu wissen. Und das mit einem S war das jetzt. Ah ja, Singer. Fluch zu brechen. Ich verspreche dir, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Und ich weiß auch nicht mehr, wer den Fluch auferlegt hat, wenn man es überhaupt erfährt. Danke, Carlos. Ach so, doch. Ja, ich glaube doch. Ich bin mir relativ sicher, dass man es erfährt. Hey, Nami. Ich frage mich, ob wir Colettes Befreiung unter diesen Umständen schaffen werden. Unter diesen Umständen? Was meinst du damit? Wie gedenkt Celia, ein Siegel zu schaffen, um alle Spirits in die Erde zu bannen? Woher kennt Watery, Mavia und Karina? Moment mal, das waren jetzt mehrere Fragen. Mein Kopf. Watery kennt Mavia und Karina? Als die beiden kurz davor waren, einen Kampf zu beginnen, sagte Watery es selbst. Karina und Mavia, ihr wagt es, eure Waffen gegeneinander zu erheben. Zitat Ende. Mit blauer Schrift. Sowohl Karina als auch Mavia sind Watery und vielleicht auch anderen Spirits nicht zum ersten Mal begegnet. Ja. Unter Umständen kennen die beiden bereits länger. Das sind alles Faktoren, die unseren Plan zur Rettung von Colette beeinflussen können. Ich sollte uns wirklich ein paar Alternativen überlegen. Wir rennen da am Ende doch sowieso alle sinnlos rein und meucheln alles ab. Verdammt. Wenn wir erstmal Level 50 sind. Oder 99, aber ich glaube, das wurde mit dem RPG Maker 2000 gemacht. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ah, hier ist es ja eh egal, hier. Werden die Level ja nicht nach Standardsystem behandelt. Ja, das sind Dinge, die wir nicht planen können. Wir müssen sie auf uns zukommen lassen. Aber ich bin froh, eine so gute Strategin auf unserer Seite zu haben. Eine so gut, ja, entweder einen so guten Strategen oder eine so gute Strategin. Ich hoffe, wir können Colette dort herausholen. Na klar, schaffen wir das. Haben es doch schon mal geschafft. Sozusagen. Hoffentlich fühlt sie sich dort nicht zu einsam. Sie ist sicher auch so schon allein genug. Wieso einsam? Sie hat doch uns. Selbst Karina scheint viel an ihr zu liegen. Und das ist bei ihr wirklich selten. Führt sich auf ihre Mutter. Als Colette bei uns war, hatte sie manchmal mit so einem leeren Blick in den Himmel geschaut. Manchmal war sie wirklich seltsam. Als ob sie nicht zu uns gehören würde. Meinst du, sie ist ein Engel? Oder eine Taube in einem Colette-Kostüm? Nicht zu uns, Colette ist Colette. Ja, das hat, glaube ich, auch Lloyd gesagt, oder? Colette ist Colette. Ja, du triffst den Nagel auf den Kopf. Konzentrieren wir uns lieber erstmal auf ihre Befreiung. Genau. Hey, Juri. Was geht ab? Immer noch mit deiner Schwester zusammen? Dieser grünhaarigen? Ja. Yes. Ist. Ihr habt es geschafft, Marjorie zu bannen. Du und Celia seid ein gutes Team. Hehe, findest du? Danke. Ich finde den Kampf sowieso lustig. So nach dem Motto, du probierst jetzt Celia aus, sodass du auch mal andere Charaktere benutzt. Ich befehle es.
Hast du dir das Kämpfen selbst beigebracht? Nein, ein Mann namens Kerebus hat mich die Schwertkunst gelehrt. Kerebus? Was sagst du? Nee, nichts, es ist nur, ich habe das Gefühl, diesen Namen schon mal gehört zu haben. Wahrscheinlich hast du ihn aufgeschnappt, als ich mit den anderen über ihn geredet habe. Ja, das kann sein. Was ist mit dir? Hm? Wer hat dir das Bogenschießen beigebracht? Also, was ist mit dir? Meine Eltern. Ich verstehe. Deine Eltern scheinen ja starke Krieger zu sein. Sie waren Jäger des Imperiums. Waren? Sie sind beide bei einer Mission ums Leben gekommen. Ich will ja niemandem die Schuld geben, aber... Oh, tut mir leid. Das wusste ich nicht. Ist schon in Ordnung. Meine Mutter sagte mir immer, lebe niemals im Schatten deiner eigenen Vergangenheit, sonst wirst du irgendwann das Licht der Zukunft nicht mehr erblicken. Sie scheint eine weise Frau gewesen zu sein. Aber warum wohnst du eigentlich in diesem Wald? Weiß nicht, weil es schön grün ist. Nachdem ich den Tod meiner Eltern akzeptieren konnte, verließ ich Taiko. Ich wollte mit meiner Vergangenheit abschließen und mein Leben neu aufbauen. Taiko? Ist sie nicht aus Kyo gegangen? Oder erzählt sie jetzt nur Bockmist? Das kann auch sein. Ja, möglich. Und dann sind wir irgendwann hereingeplatzt. Ja, in meine verschlossene Tür. In einem Höhleneingang. Ihr blöden Leute. Das war... Was hat dich dazu bewegt, uns weiterhin zu begleiten? Es ist einfach spannend, mit euch zu reisen. Ohne ein paar Abenteuer wird es mir sehr schnell langweilig. Ich meine, ich habe zwar schon ein paar Götter besiegt, aber das hier ist auch gut. Und außerdem... Das verrate ich nicht. Was da wohl los ist? Hey, Kallas! Nanu, was machst du denn da? Seit wann bist du hier? Wer bist du? Ich erstelle eine Rufkarte für Celia. Rufkarte? Ja, damit kann sie Watery auch in einen Kampf rufen. Wahnsinn! Du bist ja vollkommen irre. Damit haben wir einen großen Vorteil auf unserer Seite. Immerhin ist Watery sehr mächtig. Nur, dass die anderen wesentlich mächtiger sind. Na, egal. Und das funktioniert einfach so. Naja, um die nötige Energie aufzubringen, muss sie einen Kraftschub haben. Und diese Geschichte ist definitiv interessant.